Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder Basic Nitrit mit Sandra. Wir haben mit Arthur das Thema schon durchgesprochen und ich glaube, eine der großen Erkenntnisse war, dass dreimal so viel Nitrit im Tagesverlauf entsteht wie Ammonium. Woran liegt es? Nicht, dass da mehr davon entsteht, sondern einfach, weil das Molekül, das NO2, dreimal schwerer ist wie das Ammonium. Und woher kommt es, Nitrit? Das Nitrit ist das Ergebnis einer bakteriellen Oxidation des Ammoniums, NH4. Das NH4, haben wir gelernt, kommt aus dem Fisch direkt über die Kiemen ins Wasser als Endprodukt des Eiweißstoffwechsels. Und Bakterien nehmen das Ammonium und machen da Nitrit raus. So, wir haben über die Ammoniumgiftigkeit vor ein paar Wochen gesprochen, aber ich glaube, die Nitritgiftigkeit ist nicht minder. Wenn ich jetzt so schnell dran denke, alles, was bei mir hängen geblieben ist, ich habe mal gehört, es blockiert einen Sauerstofftransport im Blut, weil es irgendwie an die roten Blutkörperchen sich an oder blockiert anheftet. Dann habe ich irgendwas gehört, dass es, wenn man schon pathogene Keime im Teich hat, dass die pathogenen Keime das auch als Stickstoffquelle nutzen, dass also die Krätze, die Seuche im Teich mit Nitrit oder Ammonium auch viel, viel schlimmer werden kann. Und dann habe ich aber irgendwas gehört, dass wenn ich dann ein bisschen Salz ins Wasser kippe, dass dann alles gut ist und ich mir keine Gedanken mehr machen muss. Würdest du mir das jetzt bitte erklären, Sandra? Also Gedanken machen sollte man sich mal grundsätzlich immer. Gut. Würde ich sagen. Und das ist vollkommen richtig. Das Nitrit wird statt Sauerstoff in die Kiemen aufgenommen und an das Hämoglobin, das Transportmolekül für den Sauerstoff, gebunden. Das heißt also, Nitrit kann, wenn zu viel davon aufgenommen wird, den Sauerstoffgehalt im Körper entscheidend vermindern und eben dazu führen, dass die inneren sauerstoffbedürftigen Organe schlechter arbeiten. Also Immunantwort wird schlechter, Kondition wird schlechter, alles wird schlechter, genau. Der Fisch wird schwächer und somit auch anfälliger für Krankheiten. Ja. Aber Nitrit per se macht jetzt keine Krankheit, so wie das Ammonium, dass ich sage, es macht mir die Kiemen kaputt. Nein, es ist indirekter, ein schleichendes Ding. Ganz genau. Und also Sauerstoffstress ist ja auch tatsächlich ein ganz nennenswerter Stressor, der eben Krankheiten auch zum Ausbruch bringt. Du hast es gerade ganz richtig gesagt. Genau. Also innerer Sauerstoffmangel ist ein Thema beim Nitrit. Und wenn man das vielleicht jetzt an der Stelle mit dem Salz gleich noch erwähnen kann. Kochsalz ist ja Natriumchlorid und diese Kanäle, durch die das Nitrit an den Kiemen ins Hämoglobin, in das Sauerstoffmolekül, bindende Molekül hineinschlüpft werden durch das Chlorid, verstopft praktisch. Also da setzt sich das Cl-, ja. Man muss wieder NO2- und dann wird es ausgetauscht durch, oder nicht ausgetauscht, sondern die Cl-, die setzen sich dann die dahin. Kanäle sind belegt. Und dann setzen die sich hin und sagen, du nicht. Genau, und der Sauerstoff kommt aber eben durch Diffusion in die Kiemen hinein und deswegen kann der Fisch dann Sauerstoff aufnehmen und das Nitrit kommt nicht in den Körper. Und wenn ich da kurz unterbrechen darf, die Menge an Salz, also wir sprechen ja, wenn wir gegen Ableichen, gegen Algen und so von Aufsalzen sprechen oder bei der Vergesellschaftung, sprechen wir ja von Konzentration von 0,5, 0,6%, das heißt 5 bis 6 Kilogramm Kochsalz jodfrei auf 1000 Liter. Ja. Für die Ungiftigkeit des Nitrits brauche ich ja deutlich weniger. Ich glaube, da reichen bei 0,5 Milligramm Nitrit 0,15 oder so dicke aus. Genau. Also da sind die Konzentrationen, die erforderlich sind, um, ich würde jetzt nicht die Giftigkeit erwähnen, weil es ist eigentlich so, es ist eine Art von Blockade. Mhm. Und diese Blockade durch das Kochsalz erfordert gar nicht so große Chloridmengen. Ja, wäre es dann nicht sinnvoll, zumindest in den Einlaufphasen, wir sehen ja hier jetzt bei am Alisteich, die grüne Linie, wo sein Bürstenfilter eingelaufen ist, dass man in der Einlaufzeit von der Filteranlage, wo sich ja Nitrit als auch Ammonium nicht immer zwingend verhindern lässt, dass man dann einfach sagt, wir machen mal 0,15 Salz fürs erste Jahr.
Also unter Praxisbedingungen ja. Wenn man jetzt die Wissenschaft fragt, dann sagt die Wissenschaft natürlich, dass Natriumchlorid lähmt auch ein bisschen diese autotrophen Bakterien. Das heißt also, die müssen dann erst mutieren. Die Einlaufphase verlängert sich. Ich habe da mittlerweile so ein bisschen meine eigenen Vorstellungen. Zum einen, weil ein bisschen Nitrit allein erstmal gar nicht so schlimm ist. Da kommen die Fische eigentlich, wenn der Rest stimmt, vor allen Dingen Sauerstoffgehalt natürlich und Futtermenge, kommen die Fische für diese saisonale Einlaufzeit von, sagen wir mal, vielleicht 4 Monaten mit Nitritwerten um 0,5 auch so klar. Wer Angst hat, kann ohne weiteres eine kleine Menge zwischen 1 und 2 Kilo Salz pro 1000 Liter reintun. Im Endeffekt ist es ja alles Biologie und da gibt es viele Möglichkeiten für die Bakterien, sich an verschiedene Salzgehalte und auch mit verschiedenen Substraten, also Nahrungsmitteln, sozusagen Ammoniumnitrit, klarzukommen. Was würdest du jetzt per se, gut, es ist ja untrennbar miteinander verbunden, was würdest du per se oder aus deiner Erfahrung heraus jetzt als den schlimmeren Stickstoff, Ammonium- oder Nitritstickstoff, was ist für dich jetzt das Schlimmere? Ammoniak ist mit Sicherheit vielfaches giftiger und vielfaches problematischer. Und du hast in deiner Praxis mehr mit Ammoniak zu tun, nur können es die Leute schlechter messen und darum wissen sie es nicht. Ganz genau. Das ist der Punkt. Häufig, wenn die Teiche dann irgendwo praktisch eine ganze Saison auf Nitritwerten über 0,5 sozusagen rumdümpeln, dann muss eigentlich einem klar sein, dass diese Filterleistung nicht zum Fischbesatz und zur Futtermenge passt. Das ist ganz wertfrei, völlig egal, welche Art von Anlage da läuft. Aber wenn praktisch die Abbauleistung nicht unter 0,5 kommt, dann muss man was ändern. Vielleicht kann man ja auch mal ein bisschen Wasser wechseln, aber insgesamt müsste man dann auch noch mal andere Ideen entwickeln, um das System zum Laufen zu bringen. Denn, und das hast du vorhin auch erwähnt, Nitrit ist auch ein toller Nährboden für Bakterien, wie eben diese Aeromonas und Pseudomonas-Bakterien, die davon ganz wunderbar leben können. Und das ist der Grund, warum eben gerade diese neu einlaufenden Teiche sehr häufig dann auch eben bakterielle Probleme bei den Fischen sozusagen automatisch produzieren. Das ist aber auch nur der eine Teil der Wahrheit. Die andere Teil der Wahrheit sind, dass wir alle uns auch mit den Fischen erstmal beschäftigen müssen und ich ziemlich sicher bin, dass die neuen Teiche sehr häufig einfach mit Futter überlastet werden, weil der Besitzer es einfach nur nicht auf die Reihe kriegt, wie viel die eigentlich brauchen. Und natürlich von so klein auf so groß in 2 Monaten kommen möchte. Und da möchte ich ganz kurz einhaken an der Stelle. Wir haben ja sowohl mal bei der Bilanzierung des Ammoniums als auch dann die Umrechnung des Ammoniums nach der bakteriellen Oxidation ins Nitrit gesehen, welche gigantischen Mengen an Ammonium und Nitrit da anfallen. Also mit anderen Worten, wenn Sie auf 20.000 Liter heute jetzt füttern und einfach ihren Filter abstellen und die Fische das jetzt nicht merken würden und den ganzen Tag weiterfressen, würden sie aber nicht tun, weil Ammonium ist einer der effizientesten Appetithemmer. Also wenn der Ammoniumwert im Wasser steigt, dann fangen die Fische auch an, nur noch zögerlich oder gar nicht mehr zu fressen. Wenn das Nitrit steigt und länger oben ist, werden sie zudem auch noch sehr schreckhaft. Aber wir sehen, in welchen gigantischen Mengen das alles anfällt. Und wir messen dennoch sehr wenig. Also hier ist ja schon 90% der Arbeit getan, wenn nicht sogar 98%. Aber wir sehen hier bei der Messung des Ammonium und des Nitrits, sehen wir immer sehr schön, wie ist der Status unserer Anlage, wie gut ist die Biologie. Die Leute haben sich alle auf Nitritmessen eingeschossen. Ich habe kein Ammonium. Sandra Lechleiter, eine der erfahrensten Praktikerinnen, was Koi-Medizin angeht, sagt, die Ammoniumschäden, die Ammoniumproblematik ist eine viel höhere, weil Sie müssen sich überlegen, dem Moment, wo Sie hier 0,6 Nitrit messen, ist Ihr Ammoniumwert, ob Sie ihn messen oder nicht, der muss zwangsläufig auch aus dem Ruder gelaufen sein, weil Sie können nur in sehr seltenen Ausnahmefällen einen Biofilter so konditionieren, dass die einen Bakterien arbeiten, aber die anderen nicht mehr. Also
so unterschiedlich sind die Milieus, in denen die leben, dann auch nicht. So. Oder der pH-Bereich, also pH-Wert ist jetzt ein Teil des Milieus. Also wenn das nicht funktioniert, funktioniert das andere auch nicht. Und jetzt hoffe ich, dass ich in die richtige Richtung gehe. Nee, das hier ist das Ammonium, da haben wir ja weniger vom NH4+. Wie haben Sie ja im vorangegangenen Block gesehen, da wo hier Ammonium ist, ist hier auch Nitrit. Also das gibt sich am Ende immer die Hand. Und das ist, was Sie wissen müssen. Sie müssen nicht zwingend sich jetzt ein Photometer zulegen, um das Ammonium zu messen. Aber Sie müssen hellhörig werden, wenn Sie 0,3, 0,4 Milligramm Nitrit messen. Dann heißt es im Umkehrschluss auch, dass Ihr Ammonium auch nach oben geht. Und wenn Sie ein hohes Ammonium haben und hohe Temperatur haben und einen hohen pH-Wert haben und. Es ist häufig, wie beim Stress, wo wir immer sagen, das ist ein Summparameter. Ein Schubser macht nichts, aber wenn ich den ganzen Tag aus allen Richtungen geschubst werde, dann habe ich irgendwann die Schnauze voll. Und so ist es da auch. Es sind immer die Plus. Und irgendwann kommt man an einen Punkt und häufig auch unbemerkt, wo es dann einfach nicht mehr funktioniert. Dafür sind natürlich diese Messungen unheimlich wertvoll, um das auch mal sozusagen mit bloßem Auge zu sehen. Also was ihr da gemessen habt, ist einfach das ist gigantisch. Toll. Das ist, das also was Arthur sagen. Ali da über 4,5 Jahre, das ist Wahnsinn. Wir sehen auf einen Blick, es gibt bei Teichen nicht mal im Winter, ja hier, selbst da sind 0,05er Spuren da, wo auf riesen Wasserkörper 3 Körnchen Futter geworfen werden bei 10 Grad. Das ist Wahnsinn. Es geht nicht ohne. Auch wenn Ihnen Tröpfchentest oder wie heißen diese Stäbchentests. Ja, stell dir mal vor, die Bakterien würden verhungern. Ja? Das dann wäre alles tot. So, ich bringe ja immer mein McDonalds-Beispiel. Wenn final keine Burger und keine Pommes und kein von diesen geilen Milkshakes mehr im McDonalds ist, dann bleibt die Bude irgendwann leer. Ja? Aber solange noch irgendwas da ist, kommt auch irgendjemand da rein. Und genau das ist das. Leer wird es erst, wenn der letzte Fisch draußen ist, wenn gar nichts mehr gefüttert wird, wenn nichts mehr passiert, dann gehen die Kurven wirklich auf Null runter. Und was Sie bei Ammonium und Nitrit nie vergessen dürfen, das Futter ist der maßgebliche Dreh- und Angelpunkt, der darüber entscheidet, wie hoch sind diese Kurven hier. Ja? Was passiert eigentlich? Und wir haben durch viele, viele Tests, wo Sandra Lechleiter maßgeblich mitbeteiligt war, als Ideengeberin, als Auswerterin, über alles haben wir nachgewiesen, dass wir diese 40% Protein, die wir früher hatten, die heute noch in vielen Futtersorten vorhanden ist, dass man die überhaupt nicht braucht, dass 30% völlig ausreichen und zwischen 40% und 30% sind nicht nur absolut 10%, sondern es sind 25% weniger Ammonium, was jeden Tag ans Wasser abgegeben wird. Also hier wird alles per se schlagartig und sofort besser. Und deshalb wird es auch für die Fische besser. So nämlich. So, und so das Thema Nitrit, aber auch Ammonium noch häufig in dieser Serie verfolgen. Da ist noch lange nicht alles gesagt. Auch wenn es darum geht, es abzubauen, Filter zu optimieren, was sind Stellschrauben, wo man dran arbeiten kann. Vielen Dank für Ihr Interesse, dir auch. Vielen Dank, Sandra. Gerne. Machen Sie es gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.